Herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar mit einem ausgezeichneten Thema. Wir befinden uns heute in der Geldbäckerei. Heute bei mir nur beste Zutaten für Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, Erfahrungen aus der Geldbäckerei. Tina Gieson-Höfling. Ich grüße Sie, Frau Gieson-Höfling. Ja, danke, Herr Heller. Erstmal ist ja schon mal eine sehr frohlockende Ankündigung. Ich freue mich ebenfalls sehr auf das Webinar, bin ganz begeistert, wie viele Teilnehmer sich dann doch die Zeit genommen haben, mal bei uns in der Geldbäckerei reinzuschnuppern und mal so zu verstehen, was wir da tun, aber auch, warum wir das, was wir gut tun, offensichtlich sehr gut tun. Ich fange einfach mal mit den besten Zutaten an und schon das Titelbild wird Sie alle ein bisschen verblüffen. Erst nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Abend ein bisschen etwas über die Geldbäckerei zu erfahren, aber auch über das, was wir vielleicht etwas anderes angehen und tun, wie wahrscheinlich viele Trader. Und das sehen Sie schon gleich hier auf unserer Titelseite. Als ich heute Morgen den Start mit Ihrem Kollegen hatte, Herr Holler, da war der so ein bisschen befremdet und gesagt: Sagen Sie mal, Frau Hüfling, ist das hier eine Esoterik-Seite? Ich sehe da, welche Menschen, die sich da zur Energie bewegen. Ich sehe da irgendwelche eigenartigen therapeutischen Settings. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sinn macht, ist letztendlich hier dieser Tisch in Mallorca auf unserer Finca, wo wir sehr regelmäßig unser Know-how updaten. Da habe ich gesagt, ja, da haben Sie gar nicht so Unrecht, weil ganz vieles von dem, was wir in den letzten 4 Jahren lernen durfte, hat in der Tat viel mehr mit unseren eigenen mentalen Prozessen zu tun als mit der richtigen Trading-Strategie. Lassen Sie mich vielleicht einfach nochmal mit Ihnen überhaupt starten. Was ist die Geldbäckerei? Was tun wir da ganz genau? Und was waren auch unsere wichtigsten Learnings seit dem Februar 2020, als wir gestartet sind? Gestartet sind wir als Initiative, anfänglich wirklich ausschließlich von Frauen, für Frauen und mit Frauen während der Pandemie. Ne, manchmal scheint diese Zeit so wahnsinnig weit weg zu sein, wenn man sich mal klar macht, dass es gerade mal 3 Jahre her ist, wo viele von uns erlebt haben, dass sie plötzlich richtig mit dem Rücken an der Wand standen. Und so ging es ganz vielen von unseren Freundinnen, die ihre ganzen Lebensersparnisse in ihren Herzenstraum reingesteckt hatten, sich ein paar Jahre vorher ein kleines Hotel gekauft hatten, ein kleines Restaurant gekauft hatten, das Yoga-Studio, das Pilates-Studio, die kleine Galerie und plötzlich während Corona dastanden, riesige Umbausummen teilweise in die Hand nehmen mussten. Denken Sie mal dran, was die Hotels oder die Saunas alle letztendlich aufbringen mussten, um während Corona offen bleiben zu dürfen und diese Ersparnisse faktisch gar nicht mehr hatten. Das heißt, die standen wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und zum ersten Mal ist uns allen wirklich nochmal deutlich geworden, wir waren alle, denke ich, sehr erfolgreiche Geschäftsfrauen bis zu dem Moment, wo uns klar wurde, wir sahen alle im Grunde genommen die Fußspitzen schon schwer über dem Abgrund hängend und der Tatsache ins Auge, dass Altersarmut immer noch weiblich ist. Das ist bis zum heutigen Tag so. Wenn Sie sich europaweit die Statistiken über Altersarmut angucken, werden Sie darunter Frauen finden, die in Halbzeit gegangen sind, um Kinder zu erziehen. Sie werden Frauen finden, die nie ausreichend in eine Altersvorsorge eingezahlt haben oder privat selber in der Lage waren, so viel Geld zur Seite zu legen, dass sie eben auch solche Jahre wie Corona gut unterstützen. Wir haben es mit Frauen zu tun, die zu einem großen Teil letztendlich auch Singles sind. Die Scheidungsquote bei den Frauen ab 50 ist, glaube ich, somit die allerhöchste in der Jahresverteilung. Das heißt, da gibt es auch nicht immer den in Anführungsstrichen wohlbetuchten Ehemann, der einen auffängt. Gehen Sie nochmal zurück, Februar, März, wenn Sie sich da an den S&P 500 oder an den DAX oder welch Index Ihnen auch immer da in den Sinn kommt. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass der S&P 500 in den Monaten Februar bis Mai fast 65% seines Wertes verloren hat. Sie können sich vorstellen, was da an der Börse los war. Ich glaube, wir hatten einen Wix. Ich habe heute schon gerade, komme gerade aus dem Traden zu den Leuten gesagt, schaut euch mal an, wir haben zum ersten Mal wieder so einen soliden Wix über 15. Zu Corona erinnere ich mich, hatten wir Wix, der war weit über 60, 70, teilweise 80. Das heißt, es war ein Markt, in dem Sie, wenn Sie nicht darauf gepolt waren, dass nur steigende Märkte ihnen richtig Profit
bringen, sondern sie verstanden haben, dass gerade die fallenden Märkte ein förmliches Eldorado waren, der uns allen förmlich wie in so einer riesen Surfwelle mitgetragen hat, verstanden, dass es ein hervorragender Kontext war, um endlich einzusteigen. Da, wo alle plötzlich mit großen Ohnmachtsgefühlen zu tun hatten, weil sie zu Hause bleiben mussten, weil man nicht mehr arbeiten konnte, weil man nicht mehr wusste, was passiert mit dem eigenen Geschäft, haben wir plötzlich massiv das Erleben gehabt, boah, da geht es echt um Selbstermächtigung, da geht es um Selbstwirksamkeit. Und das haben wir täglich miteinander exerziert. Das heißt, wir sind jeden Tag damals schon an der Börse gewesen, immer um 15.30 Uhr. Fing die damals 15.30 Uhr Gruppe an, heute heißt sie Geldbäckerei, und haben im Grunde genommen uns mit auch viel Hilfe von außen Optionshandel beigebracht und sind extremst erfolgreich geworden. Also ich glaube, das war so das Jahr, in dem jede von uns viel auf ihr Konto packen konnte, um letztendlich davon auch leben zu können. Mittlerweile sind wir 60 Frauen in ganz Europa, bin jetzt gerade dabei, hier auf Mallorca eine Gruppe aufzubauen mit 15 Leuten. Drei Männern, also schon mal gleich die Frage, nur die Frauen, nein, nicht nur die Frauen, aber überwiegend Frauen, gibt auch einen Grund dafür, da komme ich nachher gleich dazu. Und unser Ziel ist nichts Geringeres als finanzielle Freiheit. Mich fragen natürlich ganz viele, ja, sind das 5 Millionen, das 10 Millionen? Für mich gibt es eine ganz einfache Definition von finanzieller Freiheit, schlichtweg immer mehr einnehmen als ausgeben. Also so einfach ist es auch. Jede von uns hat ganz unterschiedliche Lebensbedürfnisse. Jeder hat auch von uns einen unterschiedlichen Lebenskontext. Aber was uns allen gelingt, ist, dass wir jeden Tag mehr einnehmen, als wir ausgeben. Jetzt könnte man denken, Mann, das ist ja irre, wenn die alle mehr einnehmen als ausgeben. Das ist ja so der heilige Gral. Also es ist ja irre, was die da alles offensichtlich hinkriegen. Ich kann Ihnen versichern, es hat nichts, und zwar wirklich gar nichts, mit der richtigen Trading-Strategie zu tun. Also ich glaube, in den 4 Jahren gibt es fast nichts, was wir in der Zeit nicht gemacht hätten. Wir sind durch die Elliott Waves geschwommen, wir haben uns durch die Fibonacci-Korrekturen durchgekaut. Ich glaube, jede bei uns kann die wichtigsten Chartmuster rauf und runter benennen. Nichts davon war der ausschlaggebende Erfolgsfaktor, um heute für uns alle sagen zu können, dass wir finanziell frei sind. Was war es dann? Ich möchte Sie gerne, bevor ich mit Ihnen nochmal tiefer einsteige, in ein kleines Experiment einladen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die mich unglaublich beeindruckt hat. Wenn wir heute alles Geld dieser Welt nehmen würden und würden es gleichmäßig über jeden Erdenbürger verteilen, also so, dass jeder Mensch auf der Erde genauso viel Geld hätte, dann hätte aktuell jeder Mensch 13 Millionen US-Dollar. Das ist schon eine ziemlich signifikante Summe, ne? Was glauben Sie, würde nach 5 Jahren passieren? Wenn Sie also das tun würden, Sie hätten eine Freigabe, jeder darf genauso viel kriegen wie der andere und Sie gucken 5 Jahre später nochmal drauf. Schreiben Sie mir mal ganz kurz drauf, was glauben Sie, was dann der Fall wäre? Ich sehe keinerlei Fragen, keinerlei Antworten. Was glauben Sie, was für eine Situation würden? Genau. Also ich sehe immer mehr, dass Sie alle sagen, die Verteilung wäre die gleiche wie vorher. Und genau das würde auch eintreffen. Wir denken ja alle, ne, wenn wir alle endlich mal zu diesem Reichtum kämen, und ich meine, darüber sind wir uns sicher alle einig, 13 Millionen US-Dollar ist jetzt keine gerade geringe Summe, dann wären wir alle unsere Probleme los. Jeder wäre im Reich der Glückseligkeit. Keiner hätte mehr ein Problem. Wie kommt es, dass auch hier bei den Antworten sehe ich jetzt, doch viele sagen, die Situation wäre die gleiche wie vorher. Genau zu dieser Einschätzung kam übrigens auch der entsprechende Forscher, der diese Studie in Auftrag gegeben hat. Wenn ich in der Geldbäckerei anfange, ist das Erste, was ich immer tue, ich nehme ein kleines Päckchen Trockenhefe,
Dreh dieses Trockenhefepäckchen um, pack da einen weißen neutralen Bapper auf die Anleitung und bitte jeden, mal die Summe Geld draufzuschreiben, die er jemals in seinem Leben verloren hat. Das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen sein. Es kann sein, Sie haben Geld verliehen und haben es nie wiederbekommen. Es kann sein, Sie haben es irgendwo hinein investiert und das Investment ist geplatzt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Menschen für sich innerlich genau diesen Betrag identifizieren können. Und ich möchte Sie fast einladen, das mal mitzumachen. Schreiben Sie wirklich einfach mal die Summe auf, die bei Ihnen auf diesem weißen Kleber draufstehen würde. Jetzt kann man sich sagen, na, ist ja irgendwie blöd, sich an Dinge zu erinnern, die nicht gut gelaufen sind. Faszinierenderweise, ich könnte Ihnen jetzt 45 Trockenhefepäckchen zeigen und würde Ihnen 45 Kontoportfolio aus eBay zeigen. Und Sie würden feststellen, dass jede dieser Frauen genau bei dem Betrag, der bei ihr auf diesem weißen Bäpper stand, innerhalb von eBay einen richtig fetten Drawdown produziert hat. Teilweise noch, da waren die schon höchst erfahren und hatten eben, ich sehe, da sind auch einige, die 100.000 scheinen ziemlich magisch zu sein. Prompt kamen die an die 100.000 dran. Zack. Es ist so, als hätte irgendjemand die Finger fehlgeleitet, macht man auf einmal Dinge, die man hinterher selbst nicht versteht, wo man nur drauf guckt und sagt, wie blöd konnte ich sein, dass mir das passiert ist. Erstaunlich, nicht? Das heißt, wir haben alle eine innere Glasdecke in uns zum Thema Geld. Wir alle haben irgendwann mal Geld verliehen oder Geld verloren. Und oft gab es auch in unserer Familie immer nur eine bestimmte Menge Geld, die als akzeptabel angesehen wurde. Wenn Sie mal nachdenken, wie Ihre Eltern oder Ihre Großeltern über sogenannte reiche Menschen gedacht haben. Wer war überhaupt für die reich? Ab welcher Summe war man denn in ihrer in ihrer Familie sogar stinkreich? Auch interessant. Es ist deshalb so wichtig, dass Sie für sich Ihr weißes Bäpperchen kennen, weil diese Summe ganz stark prägt, wie erfolgreich Sie sich selbst erlauben, an der Börse zu sein. Diese Summe wirkt wie eine innere Glasdecke. Sie werden genau immer wieder daran stoßen und genau daran scheitern. Ich kenne viele Trader, die auch zu uns kommen, und immer wieder sagen, Mensch, ich habe so oft probiert, ich komme einfach über eine bestimmte Summe nicht raus. Das, dieses Hamsterrad, das Sie kennen. Man fängt an, man wird erfolgreich, man denkt, boah, das klappt ja ganz super. Und dann fängt man an, ein paar ganz dumme Dinge zu machen, die ihm jeder vorher gesagt hat. Man verschätzt sich über das Risiko, man geht viel zu große Positionen ein, man verklickert sich, auch das passiert selbst nach einigen Jahren noch. Und plötzlich steht man da. Und ganz viel von dem Gewinn, den man sich vorher so stolz angehofft hat, ist weg. Deshalb mein erster, wirklich ganz dringender Rat, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, lernen Sie kennen, was auf Ihrem weißen Bäpperchen stehen würde. Warum? Denn ganz ehrlich, in den ganz seltensten Fällen sitzen Sie nämlich alleine vor dem Rechner. Das mussten wir auch alle lernen. Wer mit Ihnen sitzt, sind nämlich all die Menschen, die Ihnen Ihre Gedanken über Geld mitgegeben haben. Wir lernen sehr früh in unserem Leben, was Geld eigentlich bedeutet. Als Kinder können wir es noch gar nicht fassen. Ich weiß noch, wie mein Sohn, als er mal Wechselgeld bekam, zu mir sagte, oh, ist das nicht klasse, Mama? Ich habe so einen großen Schein gegeben und ganz vieles Kleines zurückgekriegt. Habe ich mir hinterher noch immer gemerkt. Das heißt, das Verhältnis von Geld ist aber nicht nur was, was wir über unsere Eltern lernen, sondern wir haben alle in uns Generationenverständnisse zu Geld. Wenn Sie mal gucken, wie sind denn Ihre eigenen Eltern geprägt worden zu Geld? Ich weiß jetzt nicht, wie alt all die Teilnehmer sind, die jetzt hier in dieser Veranstaltung, im Webinar sind. Ich kann Ihnen nur sagen, die meisten Geldbäckerinnen sind 50, 55, 60. Ich glaube, die älteste von uns ist 72. Das heißt, das sind auch alles Frauen oder Menschen, die noch wirklich die Nachkriegsgeneration hat bei den eigenen Eltern erlebt haben und die vor allen Dingen bei den Großmüttern auch wirklich noch Frauen aus der Kriegsgeneration überlebt haben. Und das hat unglaublich stark geprägt, wann darf man Geld überhaupt besitzen und wie viel darf man überhaupt besitzen.
Dieses eigene innere Geldbarometer ist nämlich genau das, was dazu führt, dass wenn Sie Geld gleichmäßig über jeden Erdenbürger verteilen würden, Leute, genauso wie Sie das viele Jahrzehnte schon kennen und viele Generationen davor auch schon kennen, Geld wieder verlieren und andere, die Geld bekommen, offensichtlich mehr daraus machen können. Das heißt, dieses Geldbarometer ist auch nichts, was in unserem Gehirn sitzt, sondern es ist wirklich was, was in unserem eigenen Zellgedächtnis verankert ist. Jede Zelle, die Sie in sich haben, ist zur Hälfte eine Zelle, die Sie aus der väterlichen Familie bekommen und aus der mütterlichen Familie bekommen. Und stellen Sie sich mal vor, in jeder dieser Zelle sitzt eine Information über das Geldgedächtnis Ihrer Familie. Dann verstehen Sie auch, warum dieses Geldgedächtnis so unglaublich mächtig ist und vieles dafür tut, um Ihren Erfolg an der Börse erstmal wieder kräftig in Ihr Familiensystem hineinzuajustieren. Ich habe viele, die immer sagen, naja, das ist irgendwie blöd gelaufen, der Markt lief gegen mich. Der wichtigste Gegner, den Sie haben und leider auch der mächtigste, sind Sie selbst. Ich möchte Sie mal, Frau Folges, wenn wir uns mal so Geldglaubenssätze auf der Zunge zergehen lassen. Also so Sachen wie Geld stinkt, Geld macht einsam, über Geld spricht man nicht und Geld macht sowieso gar nicht glücklich. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen, dass Geld in Ihr Leben kommt. Und stellen Sie sich vor, Geld wäre eine weibliche Energie. Das ist sehr wichtig, weil Geld soll ja fließen. Geld will auch empfangen werden. So typisch Yin-Eigenschaft. Also stellen Sie sich mal vor, Geld wäre eine durchaus kapriziöse, auch wählerische Besucherin und die überlegt sich, ob sie ihre beste Freundin werden möchte. Und Sie sagen zu dieser Freundin, die Sie eingeladen haben, die soll ja in Ihr Leben kommen. Also weißt du, meine Freundschaft, die musste die erstmal hart verdienen. Wir wissen ja, nur ehrlich verdient, nur hart verdientes Geld ist ehrliches Geld. Und darfst du sagen, du stinkst, ne? Und mit dir befreundet zu sein, macht mich überdies ziemlich einsam und glücklich macht mich die Freundschaft zu dir erst recht nicht. Und vor allen Dingen über dich spreche ich nicht. Glauben Sie, dass dieses Geld zu Ihnen kommt und bei Ihnen bleibt? Ich weiß nicht, wie Sie als Gastgeber ausgestattet sind, aber ich kann Ihnen versichern, wäre ich Ihr Gast und würde so begrüßt werden, dann würde ich wohl ziemlich schnell auf der Türstelle umdrehen und sagen, hier bin ich nicht willkommen. So wie Sie über Geld denken, handeln Sie nämlich auch. Und interessanterweise denken wir ja immer, dass wir uns so bewusst werden über unser Handeln. De facto ist unser Unterbewusstsein, ne, Sie alle kennen dieses Eisbergbild, wo wir wissen, dass wir maximal, wenn überhaupt 5% unserer inneren Themen, unserer inneren Handlungen in der Bewusstheit haben. Ganz, ganz vieles, der große, fette Teil des Eisbergs faktisch unser Unterbewusstes ist. Das Interessante ist nämlich, auch gerade wenn ich anfange, neue Menschen in die Geldbäckerei einzuladen, ne, gerade jetzt, wenn ich an diese 15 neuen Mitglieder der Geldbäckerei denke, dann ist es ja nicht so, dass die alle gekommen sind und sagen, ja, weißt du, ich habe so komische Glaubenssätze zu Geld, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Es ist viel heimtückischer. Der erste Satz, den ich wirklich von, ich würde sagen, fast 100% aller, die in der Geldbäckerei starten, höre, ist, ich habe keine Zeit. Oder die sagen, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Die Märkte sind ja so unkalkulierbar. Oder, also wirklich Freiheit durch Börse? Die Börse ist doch ein Glücksspiel. Oder Börse, das ist so unkalkulierbar, das kann man nicht lernen. Interessanterweise hat jede von diesen Frauen Zeit, wenn sie an ein Ziel will, in ihr Auto zu steigen und dieses Auto auch zu beherrschen. Sie fährt auch nicht nur mit ihrem Auto, wenn das Wetter schön ist, sondern über die Zeit lernt sie auch bei schwerstem Sturm irgendwo von hier hin nach dorthin zu kommen. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, weißt du was, ich kriege mein Auto nicht gestartet, weil ich so einen doofen Fahrlehrer hatte, der mir das nicht beigebracht hat. Das heißt, wir erleben in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens,
dass wir sehr wohl in der Lage sind, für unser Handeln in die aktive, ich sage es jetzt fast schon, Täterrolle reinzugehen, statt sich zurückzulehnen und als Opfer zu sagen, kann ich nichts dafür, Markt läuft gegen mich, alles nur noch Glücksspiel, alles nicht kalkulierbar. Aber gerade bei Geld tun wir es nicht. Gerade bei Geld haben wir immer das Gefühl, es sind immer die äußeren Sachzwänge. Ja? Und die heimtückischsten Sachzwänge sind das, was sie nicht teilen können. Und das ist ihre Zeit. Wenn wir uns das, ich muss immer gucken, wo dieser komische Pfeil ist, um dann weiterzukommen. Wenn Sie nochmal zurückgehen auf die, oder sich nochmal daran erinnern, auf unsere erste Seite, dann sehen Sie hier unten eine typische Familienkonstellation. Sie werden sich wundern und vielleicht auch diejenigen, die jetzt bei uns auf der Webseite waren, gesagt haben, wie? Michaela Merten, Happiness House, Familienaufstellung, ja. Also ich kann Ihnen genauso an den Kontoauszügen aller meiner Mitglieder zeigen, dass wir alle, nachdem wir unsere Familien mal aufgestellt hatten und vor allem nachdem wir das Thema Geld in den Familien aufgestellt haben, für uns alle signifikant durch unsere Glasdecken durchgegangen sind. Jeder wird Ihnen sagen, Börse ist zu 90% Psychologie. Börse ist auch zu 90% Familie. Börse hat ganz viel damit zu tun, mit welchen Familienverträgen Sie jeden Tag vor Ihrer Tastatur setzen. Börse hat ganz viel damit zu tun, ob Sie sich selbst erlauben, mehr Geld zu besitzen als Ihre Ursprungsfamilie. Eine Zugehörigkeit ist eines der wichtigsten psychologischen Konzepte, die wir als Menschen haben. Mehr Geld zu besitzen als der eigene Vater ist für die meisten Frauen ein echtes Brett, durch das sie durch müssen. Und ich finde es so faszinierend. Also ich glaube, ich habe jetzt mindestens 30 oder 40 Familienaufstellungen zum Thema Geld miterleben dürfen. Fast bei jeder, wirklich bei jeder, standen die Väter da und die Großmütter. Und das sind natürlich wirklich auch gewichtige Personen. Interessanterweise, auch wenn der Vater selbst nicht präsent in ihrer Familie war, hatte einen unfassbaren Einfluss darauf, was sie über Geld denken und ob sie sich auch erlauben, mehr Geld zu haben als ihre Familie. Das heißt, klar kann man immer bei jeder Strategie sagen, oh, versteh mal besser, wie Data funktioniert oder guck mal genau auf dein Theta oder wieso bist du da mit einer Short-Position reingegangen. Ich kann Ihnen nur raten, schauen Sie sich mal Ihre Familienverträge an. Überlegen Sie sich, was brauchen Sie, um sich selbst die Erlaubnis zu geben, mehr Geld zu haben als Ihre Ursprungsfamilie. Wofür sind Sie überhaupt an der Börse? Nehmen wir mal an, Sie haben das alles wunderbar gemacht. Also Sie sind durch Ihren Papa durch, haben ihm sein Paketchen zurückgegeben, haben sich von den Glaubenssätzen Ihrer Großmutter verabschiedet. Dann denkt man, na wunderbar, jetzt geht's ja richtig los. Das geht's auch. Und faszinierenderweise habe ich auch bei einem Großteil unserer Geldbäckerin erlebt, dass die große Ratlosigkeit nicht etwa am Anfang kam. Wir haben ja alle gedacht, boah, wir haben da alle einen Heidenangst da davor und dann kommt die Gier und dann kommt irgendwie die Illusion und die Hoffnung. Interessanterweise kam die sogenannte Gelddepression, übrigens auch ganz viel Literatur, spricht nur selten jemand darüber, die kam nämlich nicht, als wir getradet haben und Geld zu machen, sondern die kam, als wir Geld hatten. Weil dann stellt sich eine der ganz wesentlichen Fragen überhaupt. Wofür? Wenn ich vor Leute frage, warum gehst du überhaupt an die Börse? Dann sagen fast alle, na, weil ich Geld machen möchte. Und auch wenn das ganz eigenartig jetzt für sie klingt, ist es die schlechteste Begründung, um an die Börse zu gehen. Es geht nicht ums Warum. Klar wollen wir Geld an der Börse machen. Die Frage ist, was machen Sie denn mit diesem Geld? Wofür nützen Sie dieses Geld? Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt hat. Noch aus der ersten Geldbäckerinnenrunde hatten wir eine Teilnehmerin, die mit einer Zwangsversteigerung ihres Elternhauses rechnen musste, weil ihr Vater da drin war, eine kleine Gaststätte. Ihr Vater wollte diese Gaststätte während Corona umbauen, um sie geöffnet zu lassen. Das Haus war seit vielen, vielen Generationen im Familienbesitz und hat einen Kredit auf dieses Haus aufgenommen. Über 35.000 und erkrankte selbst an Corona und verstarb.
Das heißt, diese junge Frau stand da mit einem Riesenkredit, mit einer fast schon Zwangsversteigerung ihres Hauses. Sie können sich vorstellen, was passierte. Auf der ihrem Päckchen stand nämlich genau die 35.000 und genau darin ist sie immer wieder abgeknallt. Also bis die mal, denke ich, dem Vater diesen aufgenommenen Kredit für sich bearbeitet hat. Und dann ging die durch wie die Decke. So, dann stand sie also da, hatte ihren Kredit zurückgezahlt. Wir waren ganz stolz, sie nahm uns mit ihrem iPad überall mit zu der Verhandlung mit ihrem Stadtsparkassendirektor. Und dann haben wir sie gefragt, Mensch, was machst du denn mit dem restlichen Geld? Dann sagt, wisst ihr was, ihr glaubt es nicht, aber meine Fantasie von reich sein, also wenn ich mal im Lotto gewinne, und jeder von uns hat diese Fantasie, ist, ich kaufe mir ein Louis Vuitton-Köfferchen und reise erste Klasse Emirates nach Dubai. Wir konnten es alle nicht fassen, weil sie war so die typische Hippie-Aussteigerin-Frau. Und ich sage, super, geht um neue Lebenskonzepte, geh, go for. Also sie nach Hamburg gefahren, in den Louis Vuitton-Laden, ihr Köfferchen gekauft, erste Klasse runtergefahren, nach Frankfurt an den Flughafen, reingegangen in den Emirates-Schalter und sich da also erste Klasse Dubai gebucht. Und ich vergesse das nie, das ist für mich eine der Geschichten, die mir am meisten klar gemacht hat, worum es eigentlich bei dem Wofür geht. Weil sie stand dann da, wir alle natürlich per iPad dabei, ganz atemlos, was sie jetzt tut, und hielt dieses Ticket in der Hand und guckte auf dieses Ticket und schaute diese Frau an und sagte, und was soll ich da? Und da habe ich gedacht, jetzt hat sie es verstanden. Weil genau diese Frage, was soll ich da, klären sie, bevor sie an die Börse gehen. Die Frage ist nicht, dass sie Geld machen wollen. Die Frage ist, wofür sie Geld machen wollen. Wenn ich heute auf die 45 Frauen schaue, die bei uns angefangen haben, haben die vier wesentlichsten Fragen zu einem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, noch völlig anders beantwortet, wie sie sie heute beantwortet. Ihr Lebensmodell stellt nämlich vier wichtige Fragen an sie, nämlich, wie willst du leben? Mit wem willst du leben? Wo willst du leben und wovon willst du leben? Nehmen wir mal an, die letzte hat sich geklärt. Wir alle leben mittlerweile von unserem Börsengewinn. Wir alle leben nicht mehr in dem Land, in dem wir ursprünglich angefangen haben zu traden. Und interessanterweise leben viele von uns auch nicht mehr mit dem Partner, mit dem wir ursprünglich angefangen haben. Das heißt, dieses ganze Lebenskonzept, das sich in ihn umdrehen wird, in dem Maße, wie sie Geld haben, ist der eigentliche Kern, um den es in der Geldbäckerei geht. Es geht nicht darum, Geld zu machen. Geld ist ein, ich sag's jetzt mal, das kommt automatisch mit, wenn sie diese vier Fragen für sich klären. Alle wundern sich, warum wir in der Gemeinschaft reden. Ich sage, sag mal, könnt ihr das nicht irgendwie auch alleine? Nein, können wir nicht. Wir haben alle gemerkt, dass viele von den Dingen, die uns in diesen 4 Jahren passiert sind, von der Spreu, die sich vom Weizen trennte, also Freunde, die überhaupt kein Verständnis mehr dafür hatten, was wir da tun, von den Partnern und den Partnerschaften, die dann schwierig wurden, von den großen Zweifeln, die uns alle gekommen sind, von den schweren Themen, die wir so durch Familienaufstellung und durch Energiearbeit erfahren haben, dass wir letztendlich auch wirklich zu so einer Gemeinschaft geworden sind, wo dieses Zurückfallen auf eine Gemeinschaft, dieses dauernd motiviert werden durch eine Gemeinschaft für uns der absolut zentrale Schlüssel war. Von den vielen Geldglaubenssätzen, die schwierig sind, kann ich Ihnen einen am meisten ans Herz legen, nämlich sprechen Sie über Geld. Sagen Sie sich nicht, über Geld spricht man nicht. Wir schalten uns alle um 16 Uhr per Zoom zusammen. Jede kennt das Konto der andere, jede schaut drauf und sagt, sag mal, bei dem Trade? Ernsthaft? Das heißt, viele von diesen psychischen Klippen, die dazu führen, dass sie an der Börse scheitern, können sie mal gleich enthebeln, wenn sie es mit anderen machen. Wir haben uns bei Skyview Trading sehr früh in unserer Bäckerinnenkarriere ein Coaching gehört. Und ich glaube, nach 4 oder 5 Monaten rief der Gründer von Skyview Trading, weil er sagte, wie macht ihr das? Ihr seid innerhalb kürzester Zeit die Top Nummer 3 geworden, was eure Performance angeht. Bis ich ihm gesagt habe, weil wir, natürlich hat mich interessiert, A, wer ist Nummer 1 und 2. Aber letztendlich war der entscheidende Punkt, der hat mir das bestätigt, alle Top 1, 2, 3, 4 und 5 waren Gruppen. Das heißt, sie werden nie alleine diese Form der Performance bringen. Und das ist ein reines mentales Thema.
Eine Gruppe bringt sie dazu, sich jeden Tag hinzusetzen. Eine Gruppe bringt sie dazu, mit großer Motivation hinzusetzen. Und eine Gruppe hält ihnen dann auch die Taschentücher hin an den Tagen, an denen es nicht gut läuft. Und alles davon brauchen sie händeringend. Machen Sie Geld verdienen zu Ihrer Routine. Ich glaube, was uns allen nicht klar ist, ist, dass unser Gehirn, was eine enorme Kapazität schon mal hat, ne? Wir alle wissen, wir nutzen real nur einen ganz kleinen Bruchteil unseres Gehirns, aber 95% unseres Gehirns sind dafür verwendet, um Routinen aufrechtzuerhalten. Dieses morgens aufstehen, sich den Kaffee, den Mandelbäcker ausschalten, die Zähne zu putzen, sich anzuziehen, sich daran zu erinnern, mit welchem Bus man nutzt. All das leistet Ihr Gehirn in so einem quasi automatisierten Zustand als Routine. Da liegt es ja eigentlich näher, am allernahesten sogar, dass Sie auch bitte Geld verdienen an der Börse zu Ihrer Routine machen. Das heißt, sich auch klar zu machen, Sie brauchen und auch Ihr Gehirn übrigens 10.000 Stunden, um neue Routinen aufzubauen. Das ist einer der Gründe, warum die vielen Vorsätze zum Jahresanfang scheitern, weil sie dummerweise diese 10.000 Stunden, die es eben braucht, damit sie sich zum Marathon aufraffen, damit sie zum Sportstudio gehen. Leute, das sind 3 volle Jahre. Und wir merken erst jetzt, wir sind jetzt gerade, nächste Woche läuft unser 4. Jahr an dem Punkt, wo für uns das ganz selbstredend ist. Selbst die 9, die jetzt dazugekommen sind, gestern war ja börsenfreier Feiertag, sagen, das ist ganz ungewöhnlich, wenn ich nicht mehr um 16 Uhr vom Bildschirm sitze. Wenn Börse zu Ihrem Alltag wird, das verspreche ich Ihnen, fangen Sie an, an der Börse Geld zu verdienen. Jetzt denken, naja, also ist ja eigenartig, was soll ich denn da jetzt ganz genau tun? Also okay, ich trade jeden Tag. Nee, es ist das ganze Paket außenrum. Wenn Ihnen jemand sagt, na, Sie brauchen eine Morgenroutine, denkt jeder, ja klar, ich sollte mir jeden Morgen den VIX angucken und ich sollte mir den Goldindex und bla 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 angucken. Nein, das sollten Sie natürlich auch tun. Und fangen Sie sich mal wirklich jeden Morgen, wenn Sie aufwachen, was will ich heute an der Börse erreichen? Wie ajustiere ich mich denn eigentlich heute schon? Es gibt eine ganz wichtige mentale Vorbereitung. Das heißt, synchronisieren Sie Ihr Nervensystem mit dem, was Sie an der Börse erreichen wollen. Ich kenne Leute, die kommen völlig hektisch zum Trade. Da kann man ihnen eigentlich nur mit dem Rohrstock auf die Finger klopfen und sagen, du brauchst heute mal keinen einzigen Trade. Komm mal überhaupt dich ja erst an. Klär mal für dich innerlich, was du heute eigentlich erreichen willst. Sicher hat jeder von Ihnen schon gehört, Börsenprotokoll, ganz wichtig. Wer von Ihnen protokolliert eigentlich Ihre heutigen Feinde? Sie wissen, es gibt 3 davon, ne? Ihre Angst, Ihre Gier und Ihre Hoffnung. Protokollieren Sie jeden Tag, welcher dieser 3 Feinde Sie gerade besonders gepiesackt hat heute? Sind Sie das Opfer Ihrer Angst geworden? Hat es die Gier mit Ihnen heute gehabt? Oder sind Sie auf eine Illusion reingefallen, wo Sie so mittendrin noch dachten, irgendwie der Trade läuft komplett gegen mich, aber ich hoffe, der Kurs dreht noch. Protokollieren Sie das jeden Tag? Wie wollen Sie lernen, wenn Sie es nicht tun? Journaling klingt vielleicht für Sie ein bisschen eigenartig. Ich hatte es vorhin schon mit dem Wofür. Wir alle hatten irgendwann mal, glaube ich, eine sehr klare Vision oder Imagination über unser Wofür. Schreiben Sie jeden Tag auf, inwieweit der heutige Börsentag dazu beigetragen hat, Ihr Wofür nach vorne zu bringen. Wofür ist nichts, was Sie nur zum Jahreswechsel machen, also wo man sich die großen Vision Boards hängt und am besten hängt man sie sich noch über den Schreibtisch. Wofür ist etwas, wo Sie jeden Tag über Ihr Handeln, deshalb auch der Unterschied zwischen Visualisierung und Imagination. Eine Imagination ist etwas, da sehen Sie sich in dem, was Sie da erreichen wollen. Sie stellen sich es nicht nur bildlich vor. Und das machen Sie über Journaling. Wir alle haben angefangen, ein Journal zu führen. Jeden Tag schreibt von uns jeder rein, wofür war der heutige Börsentag? Das der nächste Schritt, um mein Ziel zu erreichen. Beharrlichkeit geht über Talent. Ich höre ganz oft, oh, ich habe kein Talent für Tat. Oh, ich kann keine Börse. Ich finde es ganz interessant, wenn man Warren Buffett mal fragt, warum eigentlich nicht jeder seine Strategie nachmacht. Ich meine, es ist kaum jemand so offen, auch publizistisch so offen mit dem, in welcher Invest ist er reingestiegen, was hat er getan. Dann sagt er sehr treffend,
weil die Menschen selten Geduld und Beharrlichkeit haben. Wir wissen aus allen psychologischen Langzeitstudien, denken Sie an die Marshmallow-Studie, wo man 4- bis 5-jährige Kinder dabei beobachtet hat, ne? Man hat ihnen Marshmallow auf den Tisch gelegt und hat ihnen gesagt, wenn du den Marshmallow nicht isst, 5 Minuten lang, dann kriegst du hinterher 2 Marshmallows. Das ist also auch heute, das ist die erste psychologische Langzeitstudie ist, glaube ich, Ende der 60er Jahre gekommen. Man kann die Dokumentation noch weiter sehen. Es ist sehr berührend zu gucken, was diese Kinder gemacht haben. Die haben sich teilweise versteckt, die haben so ein bisschen dran rumgeknabbert und dann sieht keiner. Faszinierenderweise, wenn man 40 Jahre später diese Kinder anguckt, sind genau diejenigen, die es geschafft haben, den Marshmallow nicht zu essen, die erfolgreichsten geworden. Es waren nicht diejenigen mit dem größten Talent. Und das kann ich Ihnen noch mitgeben. Beharrlichkeit, ich glaube, das ist vielen nicht klar. Beharrlichkeit gewinnen Sie nur, wenn Sie aus Fehlern lernen. Das heißt, wie ist denn eigentlich Ihre Einstellung zu Fehlern? Wenn Sie einen Fehler an der Börse machen, der Trade läuft gegen Sie, haben Sie dann das Gefühl, Sie haben was falsch gemacht? Oder haben Sie verstanden, da hat was gefehlt? Daher kommt das Wort Fehler auch. Oder im Englischen Mistake, das Wort was missing. Und haben Sie dann die Beharrlichkeit, das, was fehlt, sich nochmal neu anzueignen? Das macht für Sie die Beharrlichkeit an. Und das ist die Ableitung. Man würde fast sagen, die erste Standardableitung von der Beharrlichkeit ist die Disziplin. Ich finde es immer ganz wichtig, Menschen zuzuhören, wenn sie über sich selbst reden oder wie sie über sich selbst reden, wenn sie Fehler machen. Sehr interessant, mit welchen Schimpfwörtern wir dann selber auch mit uns selbst umgehen. Jeder negative Gedanke, den Sie über sich selbst äußern, ist wie Rattengift in Ihrer eigenen Selbstwertschätzung. Und das Faszinierende ist ja, Börse ist ja nicht einfach eine Zahl. Es ist etwas, wo wir vermeintlich glauben, dass sie unseren eigenen Wert zum Ausdruck bringt. Dann sind Sie derjenige, der sich selbst bestimmt. Glauben Sie, dass Sie dann wirklich über sich lernen? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Wir machen eine Null-DTE-Strategie auf den SPX. Da sagen immer viele, ja, seid ihr wahnsinnig. Jeden Tag und dann noch Null-DTE, das ist ja die Königsklasse. Das kann man doch als Anfänger nicht machen. Kann man auch einem Anfänger nicht zumuten. Nee, genau, das ist die richtige Disziplin. Wenn Sie jeden Tag an der Börse sind, weil Sie jeden Tag um 16 Uhr Ihr Brötchen reinschieben, dann sehen Sie jeden Tag um 22 Uhr, waren Sie erfolgreich oder hat was gefehlt. Sie machen auch kleine Schritte. Wir alle haben eine Credit-Spread-Strategie, typischerweise mit einem Spread von $5. Das heißt, wenn es gut läuft, machen wir irgendwas pro Vertrag zwischen $25 und $50 Gewinn. Das sind ganz kleine Schritte. Aber das Faszinierende ist, alle von Ihnen, die mal den Zins- und Zinseszinseffekt verstanden haben, begreifen, jeden Tag $50 einzunehmen, bringt sie, ich gehe nochmal zurück, weil das ist in der Tat gerade das aktuelle Trading-Position. Hier haben wir mit $50 angefangen und waren nach 4 Wochen, man sieht es jetzt nicht, auf $7.580. Das würde ich mal sagen, ist eine Tagesrendite aktuell von 7 bis 11%. Ich würde mal sagen, ich kenne schlechtere Tagesrenditen. Das heißt, es ist nicht die Strategie, die Sie haben, sondern machen Sie es wirklich jeden Tag. Sind Sie wirklich jeden Tag dabei, Ihre innere Vorstellung über Geld neu auf den Prüfstand zu stellen und neu weiterzuentwickeln? Und sind Sie auch jeden Tag bereit, Gemeinschaft zu erleben? Sind Sie jeden Tag bereit, Routinen aufzubauen? Wir gerade haben mich gelesen, ist es Beharrlichkeit oder Disziplin? Die Disziplin, sich jeden Tag dazu aufzuraffen, ganz beharrlich diesen Weg zu gehen. Weil man weiß, dafür mache ich das. Und jeden Abend auch hinschreibt, das war das, was dieses Learning mich heute auf meinem Weg zum Wofür weitergebracht hat. Ich danke dem Universum noch heute, dass der SPX jetzt mittlerweile täglich zu traden ist. Was Sie auf unserer Titelseite auch gesehen haben, waren Menschen, die sich ganz komisch im Körper bewegt haben. Ich habe Ihnen gesagt, bereiten Sie sich wirklich vor. Also Geld ist Nervensache. Das haben wir sehr schnell begriffen. Ich glaube, wenn wir abends um 22 Uhr den Rechner schließen, sind viele hinterher erstmal so aufgekratzt, dass Schlafen richtig schwierig ist.
Geld ist Energie und wenn sie nicht im Fluss kommt, dann stockt ihr Erfolg. Wir waren sehr überrascht, wie viel es an Nervensystemarbeit für uns alle gebraucht hat, um unser ganzes Nervensystem letztendlich auch zu ajustieren, um mit dem Erfolg umzugehen und auch etwas aufzubauen, was wir Resilienz nennen. Viele bei uns sind bei der Kerstin Eden in die Cup-Session reingegangen. Das ist eine Arbeit an ihren Energiefeldern. Wo sind sie blockiert? Ne? Wir wissen mittlerweile, dass wir unterschiedliche Energiezentren im Körper haben. Und es ganz hilfreich ist, mal zu sehen, Mensch, wo stoppt es denn? Und eine Arbeit zu machen, wo wir merken, boah, da hat sich richtig was gelöst. Und Sie glauben es nicht, jede, die bei uns durch eine Cup-Session durch ist oder einige traden mit ihrem Healy oder versuchen mit anderen Energie, mit Atemarbeit letztendlich auch gut und mit viel Resilienz und mit sehr viel Ruhe in diesen Trade reinzugehen. Und da klappt auch, ehrlich gesagt, interessanterweise die Börse. Demo der kleinen Schritte habe ich schon genannt, denn Erfolg ist immer da, wo die Aufmerksamkeit ist. Viele bewundern Warren Buffett und natürlich das, was er macht, ist auch einfach nur bemerkenswert. Aber ich glaube, was sich viele gar nicht klar machen, ist, der Mann hat mit 10 Jahren sein erstes Invest gemacht und ist selbst 70 Jahre später noch aktiver Investor. Wenn Sie es mal schaffen, 70 Jahre am Stück durchzutraden, dann würde es mich ausgesprochen wundern, wenn Sie nicht da wären, wo sie letztendlich mit ihrem Wofür landen wollen. Unsere innere Imagination, wir haben ja jetzt verstanden, es gibt sowas wie Glaubenssätze, die uns behindern. Es gibt aber auch Glaubenssätze, die uns weiterbringen. Niemand hindert sie daran, ein inneres Bild von dem zu formen, wer sie eigentlich sein wollen. Und bei all den vielen Arbeiten, die wir gemacht haben, ich glaube, dass so die Arbeit mit Marco Dreyer in seiner Geldmanifestationsgruppe, wo es wirklich darum ging, mal für sich nochmal zu prüfen, wer will ich eigentlich sein, wenn ich all das an innerem Reichtum, an Wohlstand, an Fülle bekommen habe. Was ich Ihnen versichern kann, ist, wenn Sie es schon wären, wären Sie jetzt hier nicht in diesem Webinar. Das heißt, mit herkömmlichen Rezepten noch besser traden, noch mehr Geld einsetzen, die Positionsgrößen, eine andere Strategie, also werden Sie mit ziemlicher Sicherheit da nicht weiterkommen. Sie alle kennen vielleicht Robert Williams, einen der bekanntesten Motivationstrainer, hat einen Satz gesprochen, den ich unglaublich hilfreich finde. Erhöhen Sie Ihren Standard jeden einzelnen Tag. Jeden Tag, bevor Sie an die Börse gehen, erhöhen Sie Ihren Standard. Erhöhen Sie Ihren Standard an Lernen. Erhöhen Sie Ihren Standard an Bewusstheit. Erhöhen Sie Ihren Standard an Ihren eigenen Ambitionen. Weil dann kommen Sie genau auf diesem Plankenweg immer eine Planke weiter. Und es gibt ein einziges Erfolgsrezept und da sind wir wieder bei der Beharrlichkeit. Repeat, repeat, repeat. Denken Sie dran, bis Ihr Gehirn hier neue Autobahnen geformt hat. 10.000 Stunden. Wer wären Sie ohne Ihre Geschichte über Geld? Byron Katie war mit Sicherheit für viele von uns und ihre Arbeit The Work. Das heißt, immer dann, wenn wir auf Glaubenssätze gestoßen sind, immer dann, wenn die Angst vor der Zukunft oder vor dem falschen Trade kam, in dem Moment, wenn Sie sich die Angst vorstellen, ist Ihr gesamtes Nervensystem bereits auf Angst gepolt. Raten Sie mal, was dann passiert? Genau das. Das heißt, wir haben verstanden, dass Ihre Logik zu sagen, denken, fühlen, handeln, haben, sein. Sie denken, es ist ein blöder Markt aktuell. Sie fühlen sich extrem unsicher. Sie machen einen scheiß Trade. Sie sind abends richtig unglücklich und Sie haben ein kleineres Konto. Das heißt, zu verstehen, wie sehr Sie mit Ihren Gedanken letztendlich prägen, was in Ihrem Äußeren passiert, ist der eigentliche Schlüssel. Und je mehr Sie Menschen haben, die Sie immer wieder auf Ihre eigenen Gedanken über sich und Geld zurückwerfen, die Ihnen auch die Möglichkeit geben, neue Gedanken über sich zu entwerfen und sich immer wieder zu fragen, wer wäre ich ohne diese Geschichte? Wer wäre ich ohne diese Glaubenssätze?
Und wer könnte ich dann sein, um das zu werden, was ich gerne werden möchte? Denn wenn Sie Ihre Gedanken ändern, dann verändern sich Ihre Handlungen. Wenn sich Ihre Handlungen verändern, glauben Sie mir, dann verändert sich auch Ihr Resultat. Und wir haben alle bei uns gemerkt, ganz ehrlich, wenn sich Ihre Gedanken ändern, dann ändert sich Ihr gesamtes Leben. Wenn wir Glück neu denken können, dann erinnern wir uns bereits an unsere Zukunft. Und für uns war das, glaube ich, alle ein ganz, ganz wichtiger Satz von Michael Dreyer. Joe Dispenza hat den gleichen Satz ausgesprochen. Fangen Sie an, in Ihrer Zukunft zu sein. Denken Sie gegenwärts rückwärts aus Ihrer Zukunft heraus. Verstehen Sie Börse als etwas, wo Sie jeden Tag neu prüfen, wie belastbar sind Sie in Ihren Glaubenssätzen und in Ihrem Zukunftsbild. Wie geht es weiter? Ich hoffe, dass Sie ein paar Inspirationen gekriegt haben zu dem. Schreiben Sie mal das auf Ihr Hefeplätzchen drauf. Das ist das Zeichen für Unlimited, für unendlich. Das ist genau die Chance, die Sie kriegen. Und ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen einladen darf dazu. Ab dem 1. April bis zum 30. April lade ich Sie nämlich ein zu einem jeden Tag eine halbe Stunde So geht Börse. Das heißt, zu all diesen Fragen und Folien, die Sie jetzt vielleicht auch als Inspiration heute mitnehmen, einen neuen Impuls zu bekommen, der es vielleicht ein bisschen anders macht als das, was Sie bisher gemacht haben. Denn wenn Sie es immer so machen, wie Sie es bisher machen, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Ihr Resultat ein anderes sein wird, als Sie es bisher hatten. Danke. Fühlen Sie sich gerne eingeladen. Ich muss gerade mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Ich habe hier gerade meine Uhrzeit nicht. Es ist 18.51 Uhr. Ich weiß, ich habe meine Zeit gut genutzt. Fühlen Sie sich trotzdem eingeladen, wenn Sie Fragen haben. Schreiben Sie die rein. Schreiben Sie mir auch gerne unter info@geldbäckerei.com. Ich stelle gerne den Vortrag natürlich auch nochmal zur Verfügung. Kann Ihnen nur hoffen, dass Sie einen Impuls bekommen haben, zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn Sie an der Börse sind, sich vielleicht nochmal anders zu betrachten in dem, was Sie erreichen wollen. Und dann freue ich mich hoffentlich sehr auf Sie ab dem 1. April. Kein April-Scherz. So geht Börse. Vielen lieben Dank, Frau... Entschuldigen Sie, Frau Gieson-Höfling. Ja, vielen Dank auch für das, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und uns das ganze Thema ein bisschen näher bringen konnten. Ja, ich fand es sehr inspirierend. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, mehr von der Geldbäckerei zu erfahren, tatsächlich. Mhm. Ja, mhm. Ansonsten, ich denke, es hat allen so gut gefallen wie mir. Ja, und vielleicht kriegen wir ja auch nochmal, ja, ein Wiedersehen mit Ihnen auch, ja, zu diesem Thema. Und ja, ansonsten wünsche ich einen schönen Abend zu Hause. Lassen Sie sich das Abendbrot schmecken. Und nochmal vielen lieben Dank, Frau Gieson-Höfling. Dankeschön. Also ich sehe gerade hier in dem Frageboard, Herr Heller, Sie sicher auch, wie bekommt man die Folien? Ich hätte gesagt, ich packe die jetzt einfach als PDF zu Ihnen und Sie gerne. Machen die zum Download oder wie funktioniert es bei Kampagne? Gerne. Also einfach bei allen Zuhörern, die gerne die Folien haben möchten, schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an die info@captrader.com und dann wird die Frau Gieson-Höfling uns diese Unterlagen als PDF zur Verfügung stellen und wir schicken sie Ihnen sehr, sehr gerne natürlich auf Anfrage nach Hause. Super. Ich sehe auch, wie bekomme ich denn die Zugangsdaten? Ganz einfach. info@geldbäckerei.com. Gehen Sie auf die Webseite, schreiben Sie mir einfach ins Formularfeld. Ich möchte gerne teilnehmen in So geht Börse. Und Sie können sich sicher sein, dass Sie von mir den Link kriegen. Und dann freue ich mich sehr drauf. Herzlichen Dank. Wunderbar. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.